Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, ein neues Gadget. Dieses Mal haben wir einen Radarwarner, den Ono 1. Das ist der einzige Radarwarner, der funktioniert ohne Abo. Wenn ihr das Gerät überkommt, dann könnt ihr die Ono-App starten und das Gerät verbinden. Das geht relativ schnell. Dann steht nachher verbunden. Und wenn man das jetzt anschaut, man hat dann die Möglichkeit, hier unten in die Einstellungen zu gehen vom Gerät. Da können wir einstellen, von was wir gewarnt werden. Geschwindigkeitskontrolle macht in der Regel Sinn, ist aber nicht erlaubt. Gefahrenstellen, da gelten die Baustellen oder ein Auto auf dem Bahnstreifen steht, das wäre grundsätzlich erlaubt. Die meisten nutzen es wahrscheinlich schon auch für Geschwindigkeitskontrolle. Hier unten könnt ihr einstellen, wie viele Meter vor der Gefahrstelle respektive vor der Geschwindigkeitskontrolle dass ihr gewarnt werdet. 300, 400, 600, 750 oder 1500 Meter. Genau das Gleiche. Könnt ihr auch die Zeit einstellen, wie ihr 20 Sekunden früher gewarnt werden, 30, 45, 60 oder 90. Das ist relativ simpel. Wenn ihr an eine Gefahrstelle ankommt und die ist nicht im System, dann funktioniert das relativ simpel. Ihr drückt einfach auf den Knopf. Und dann kommt vielen Dank fürs Teilen. Der Nächste, der kommt und so einen Ono im Auto hat, der wird dann gewarnt. Das ist auch für uns noch witzig. Weiter haben wir Geräteeinstellungen, wo man sagen könnte, Lautstärke. Wie laut soll das Teil sein? Man könnte jetzt hier sagen, wir machen mal einen Blitzerton. Das macht er immer zweimal. Wenn wir an eine Gefahrstelle ankommen, macht er dieses hier. Das ist auch noch glatt. Hier unten könnt ihr noch einstellen, grün blinken. Du grün blinken. In dem Moment, wenn er eigentlich einfach im Betrieb ist. Nachdem er die Meldung gemacht hat, er sei verbunden, blinkt er immer grün. Dann seht ihr, dass das Teil läuft. Ich muss keine App starten im Hintergrund, nichts. Das verbindet sich selber mit dem Handy. Das ist eigentlich super. Und was auch noch zu sagen ist, der Ono 1, der hat eine Knopfzelle drin. Man sagt da, der habe ich etwa ein Jahr. Ihr könnt hier noch Einstellungen machen zu den Karten. In den Karten, wenn man links unten schaut, in der App hat es eine Karte. Mit dem kann man, glaube ich, navigieren. Wenn ich Geschwindigkeitskontrolle sehe, Gefahrenstellen, Autobahn vermeiden, Mautstrasse vermeiden, dort geht es darum, man könnte noch navigieren mit dem Ganzen. Und unten kann man noch den Sprachassistent aktivieren. Und da haben wir noch Telefoneinstellungen. Wenn das Telefon mit dem Handy verbunden ist, mit dem Auto, mit der Freisprechanlage, könnt ihr hier auch einstellen, wie laut das soll kommen über die Lautsprecher. Und ja, das ist relativ laut, das ist noch witzig, weil das Pfeifen da hört man nicht so gut. Hier kann man noch den Modus einstellen, wie hell das soll sein, dunkel und Benachrichtigung auf dem Smartphone. Wenn ihr einen Apple Watch schon habt oder sonst ein Smartwatch, kommt dort die Meldung auch drauf. Das ist auch noch witzig. So grün ist der Ono am Blinken, ca. im 5 Sekunden Takt, wenn er betriebsbereit ist. Rotes Blinken bedeutet Gefahrenstelle. Blaues Blinken bedeutet Achtung, Radar. Da sieht man noch die 2450 Knopfzellen, die 12 Monate haben. Und zum guten Schluss noch der Deckel der Batterie. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben oder wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Danke, bis zum nächsten Mal.